Ich poste euch jetzt einen Beitrag von Naked und bitte macht damit. Ihr könnt einfach ein ganzes Jahr lang auf Nakeds Nacken shoppen. Ein ganzes Jahr lang. Klamotten umsonst. Also, einmal hier rüber swipen, mitmachen. Ganz, 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 ganz viel Glück wünsche ich euch. Okay, wenn ich gar keine Lust habe, meine Haare zu machen, die sind jetzt noch so ein bisschen nass, ich habe sie jetzt einfach eben trocknen lassen, ohne irgendwas reinzumachen. Das würde natürlich schöner aussehen, wenn ich die direkt mit so einem Diffuser geföhnt hätte, aber ich zeige euch jetzt mal, wie ich das mache, damit die noch ein bisschen was aussehen und nicht so... Und zwar nehme ich immer ein bisschen Wasser und mache nochmal was, also ich feuchte immer meine Hände an. Und gehe so ein bisschen durch meine Haare. Ich bürste sie aber nicht. Nicht bürsten, das ist der Tod für Locken. So, jetzt sind die nochmal so ein bisschen nass. Jetzt nehme ich ein Handtuch. Ich rubbel die nicht so zusammen, sondern drück die einfach nur zusammen. So. So. So, als nächstes nehme ich eine Lockenemulsion. Es ist wichtig, dass ihr keinen Schaumfestiger nehmt, damit es nicht so hart wird. Ich benutze zum Beispiel immer das hier von Alcina. Ich verlinke euch das hier. Gibt es bei Amazon. So viel. Am besten funktioniert das Ganze natürlich, wenn man das in die nassen Haare macht, ja? Ganz klar. Aber no time und kein Bock. So. Und wieder nur zusammendrücken. Nicht irgendwie jetzt durchkämmen oder so, dann macht ihr das wieder kaputt. So. So. Und das riecht auch noch gut dabei. Die Creme ist halt gut, weil die die Haare trotzdem weich lässt. Ich habe das auch schon mal in Videos vorgestellt. Das Zeug. So. Die Haare sind jetzt immer noch ein bisschen nass. So. Und jetzt nehmt ihr euch einen Föhn und so ein Diffuseraufsatz und dann geht's los. Einfach föhnen. So, ich nehme jetzt noch ein bisschen Öl. Meins hier ist von Nusha. Ich glaube, mein Code ist auch noch gültig heute. 20% mit Bella 20. So. Meine Haare sind übrigens jetzt nicht mehr nass, das sieht nur so aus, weil die sind erstens jetzt gebündelt, die sind aber ganz weich, also sieht nur so aus, weil die so dunkel sind und ich dringend einen Friseur brauche, zum Glück habe ich nächste Woche einen Termin. So, dann sieht es nämlich auch immer so aus, als wären meine Haare oben fettig, dabei ist der Ansatz halt so dunkel. Wisst ihr, was ich meine? Bin ich richtig froh, wenn das bald ein Ende hat, du Mann, Mann, Mann. Also überlege ich, ob ich hier noch irgendwas Nettes draus machen kann. So. Wie so eine Spange. Ich die auch noch. So. Weil die jetzt so ein bisschen krisselig sind. Weil ich ja blondierte Haare habe. Die werden nie so ultra gesund aussehen wie Leute, die keine blondierten Haare haben. Das ist ganz normal, weil die Oberfläche ja der Haarstruktur einfach angegriffen ist. So. Jetzt mache ich mir hier oben noch ein bisschen Haarspray rein. Und dann... Ja. Sieht's doch ganz nett aus.